lohnt es sich, sein eigenes Toastbrot zu machen. Als ich im Supermarkt war und die Zusatzstoffe im fertigen Toastbrot gesehen habe, habe ich mich genau das gefragt. Um das zu probieren, habe ich in meiner Schüssel Mehl mit Salz vermischt, in einer anderen Schüssel Milch und Wasser mit Hefe und Zucker vermischt und außerdem in einer Pfanne auf mittlerer Hitze etwas Brotkrümel mit Milch vermischt, das abkühlen lassen. Das habe ich dann zusammen mit etwas Butter in meine Schüssel gegeben und das Ganze zu einem Teig kneten lassen. Daraus eine Kugel geformt und diese in einem warmen Ort ruhen gelassen. Nach einer Stunde hat sich der Teig verdoppelt und ich habe ihn zu einem langen Rechteck ausgebreitet. Ganze dann zusammengerollt und in eine eingefettete Kastenform gegeben und nochmal für eine Stunde ruhen gelassen. Die Zeit habe ich dann genutzt, um mit etwas Sport vorzusorgen. Denn ein Toastbrot hat gar nicht mal so wenig Kalorien. Als der Teig angefangen hat, über die Form zu gucken, habe ich diesen in den Backofen gegeben und ausgebacken. Danach rausgeholt und abkühlen lassen. Lohnt es sich, sein Toastbrot selber zu machen? Wenn man gerade genug Zeit hat, was Neues lernen will und das Brot noch mehr genießen will, dann auf jeden Fall.